Tja, damit dürften dann die Wolves Geschichte sein, genauso wie die Scars, Seraphiten, wie auch immer man sie nennen möchte. Hier ist doch bestimmt zu. Aber einen Schlüssel haben wir noch. Aber sonst haben wir gar nichts mehr. Alter. Okay, das ist echt krank. Vorsichtig. Wie dumm, einfach diese Karte liegen zu lassen. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. Die waren also zu zweit. Ich hab gar nicht gesehen, dass Left dabei war. Okay, Left? Ja.
Das wäre wohl offensichtlich zu einfach, oder? Such weiter. Ich wollte gerade Lampe anmachen, aber ich habe gar keine. Ich vermute mal. Draußen. Ich befürchte. Wir haben quasi selbst den Weg geöffnet. Ich will das nicht tun. An die Leiter. Bereit? Ja, Mann. Ich will das nicht tun. Es muss doch irgendwann mal aufhören. Still jetzt. Was zur Hölle ist da drüben los? Kann ich sehen? Was? Oh, fuck. Das sind Leas. Uns verfolgt. Also ja. Ja, sie geht davon aus, dass es Tommy war, ne? Aber das hier war nicht Tommy. Und das wissen nur wir, das weiß aber nicht sie. Vorsichtig, bleib nah bei mir. Ich will das nicht tun. Ich weiß, was als nächstes passiert. Das wissen wir alle. Ich will das nicht. Spiel auf mich, sowas spielen zu lassen. Bist du bescheuert? Wo steckst du? Ja, wie schnell man hier doch reinkommt, ne? Faszinierend. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Lev, zieh weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Oder ich erschieße ihn auch. Mach es bloß nicht, Ellie. Hau einfach ab. Steh auf. Sofort. Tu nicht, was sie sagt. Halt die Fresse. Okay. Stopp. Stopp.
Waffe runter! Waffe runter! Doc! Nein, nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Tommy! Hier. Ich, pass gut auf, sie darf nicht raus. Ich will das nicht spielen. Lass mich. Ich will das nicht spielen. Autsch. Ich will das nicht spielen. Hör auf, spiel. Ich will das nicht. Na toll, auch noch dunkel hier. Jetzt? Da bist du. Ah, fuck. Aua. Oh, okay. Von hinten, ja? Oh Gott, das ist ja wie der Endkampf im ersten Teil mit Ellie gegen den Pedobären. Nein. Wäre ich ja bescheuert. Ich muss das leider tun. Das Spiel lässt mich sonst nur nicht gewinnen. Was? Ach, da hinten geht's dann weiter. Aua. Ja, so sollte das Spiel enden. Wieso lässt mich das Spiel so nicht beenden? Warte mal. Hör doch auf. Jetzt. Komm jetzt raus, du feige Sau! Nein.
Boah, echt jetzt? Oh, fuck. Leck mich doch, Mann! Oh, echt jetzt? Oh, fick dich, Spiel. Oh, ist das eine Scheiße. Vor allem, wenn sie davor nicht rübergegangen wäre, dann hätte ich sie erwischt, weißt du? Was? Echt jetzt? Das war doch. Ich hatte sie doch. Ich hatte. Fick dich, Spiel. Was ist denn das für ein Kackmist? Ach, leck mich. Ja, komm. Oh. Ja. Danke. Was packt du als nächstes aus? Den scheiß Bogen? Oh. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, ey. Jetzt hab ich sie. Hey? What the fuck? Hä? Hey? Aber wie? Aber was? Okay, jetzt wird's langsam nervig. Jetzt hab ich sie. Da schon wieder. Eine Millisekunde steht da Schlag. Willst du mich verarschen? Wie soll man das denn machen? Jetzt mal ganz ohne Witz, Alter. Gut, beim nächsten Mal gleich Flasche ins Gesicht. Ah. Übrigens, ist sie jetzt infiziert? Weil ich habe sie gebissen. Nee, ist nicht. Ne, geht nicht, ne? Oh Gott. Oh. Scheiß brutal. Boah, voll auf die Fresse. Da hinten. Echt jetzt mit Pfeil und Bogen? Ach, leck mich doch. Was zur Hölle macht sie? Sprengfallen bauen. Echt? Oh, verfluchtes Miststück! Alter! Willst du mich verarschen? Oh! Klar, Pfeil und Bogen. Und dann natürlich, hol mir die Schrotflinte wieder raus. Warum auch nicht? Was soll der Scheiß? Echt jetzt das auch noch? Au.
Nein, nein. Au. Fuck. Au, hör auf, komm. Au, au. Au. Mach keinen Scheiß. Die ist schwanger. Hör auf. Hör, stopp. Sie hatte nichts damit zu tun. Sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Komm schon. Gut. Abby. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Shh, 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 ganz ruhig. Lass es, bitte. Danke, Lev. Alter, hör auf, Mann. Ich kann nicht mehr. Komm mir nie wieder unter die Augen. Ich bin durch. Oh Gott, ich bin sowas nie wieder. Leck mich am Arsch. Oh, ich kann nicht mehr. Tommy ist auch tot, oder? Will darüber niemand reden? Jules Uhr. Hey Kumpel. Was ist los? Alles gut. Ja, ist okay. Alles gut. Okay, es ist ein bisschen Zeit vergangen, wie mir scheint. Wir sind auf einer Farm. Aber wir leben. Wir leben, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Und Dina offensichtlich auch, weil sie wird sicherlich dieses Kind zur Welt gebracht haben, das wir bestimmt nirgendwo gefunden haben. Wer ist der süße Junge? Hm? Das stimmt nicht. Wenn Kinder sich im Spiegel sehen, küssen sie sich selber. Ich habe einen Beweis dafür. Da gibt es so ein Video auf dem Handy meiner Frau. Na, hier malt jemand. Vorzüglich Ellie malt, natürlich. Nice. Ein Astronaut. Schön. Hey, du magst diese Typen, was? Die haben witzige Frisuren. Hat er gerade getanzt? Oder hat er nur gezappelt? Weil das kann auch tanzen sein, mein Kind, ne? Wir sind tatsächlich auf einer... Ah, wusste ich doch. Ich höre da jemanden summen. Dina! Ich kann nicht lesen, was da steht, nur Light of our lives, lovers, loves, Light of our lives, JJ, Jesse Joel, ich meine, Jesse ist der Vater, war oder ist er, weil er ist ja tot. Was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Die sind anscheinend immer noch zusammen. Gut, sowas ist halt das Schweiß zusammen, ne? Meine liebe Dina, vielen Dank für deinen Brief und das Foto. JJ ist ja so groß geworden. Das Lächeln hat er von Jesse. Wenn er noch mehr von ihm hat, na dann viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, euch zu besuchen. Mein Rücken macht wieder Schwierigkeiten, aber es wird schon besser. Der Doktor glaubt, dass ich noch ein paar Wochen Ruhe brauche. Ich komme, sobald ich kann.
Vielen Dank für die freundlichen Worte in deinem Brief. Es ist zwar offensichtlich, aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen. Jesse würde dir keine Vorwürfe machen und wir tun das auch nicht. Wir lieben dich. Du gehörst zu unserer Familie. Pass auf dich auf. Solltest du deine Meinung jemals ändern, haben wir hier in Jackson immer einen Platz für dich, Ellie und JJ. In Liebe, Robin. Wahrscheinlich die Eltern von Jesse. Wie wär's mit Musik? Oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Der Spruch hätte auch von mir sein können. Halt. Nee, da war nichts. Ich guck nur, ne? Ich will nichts looten, ich will nur gucken, was hier so für Dinge rumfliegen. Schön hier. Ich meine, vor allem, wenn du farm bist, relativ unabhängig. Es ist eingezäunt, du kannst dein eigenes Zeug anbauen. Du brauchst eigentlich nur frisches Wasser immer, ne? Da hast du aber ruckzuck einen Brunnen. Kannst dir sauber eingraben, ein paar schon, ne? Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Hm? Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Was ist ein Olli? Ein Hund?